Und ich sage, willkommen zurück zu einer weiteren fantastischen Folge IDK Gaming for You. Ich bin der Dennis und wir spielen God of War Ragnarök. Schön, dass ihr dabei seid und mit eingeschaltet habt. Wir versuchen hier jetzt gerade feindliche Lager zu klären, machen so ein, zwei Nebenmissionen und spielen danach aber direkt weiter in der Hauptmission. Also es wird richtig, richtig spannend. Wir haben hier schon zwei Lager geklärt und da haben wir schon das dritte. Also lasst mir gerne ein Like, einen Kommentar, ein kostenloses Abo da. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und jo, wir geben hier richtig Kassala erstmal direkt. Hey, und wenn du mal Bock hast mitzuspielen, ja, dann lass mir gerne PSN und Discord-Namen da. Dann haben wir nämlich auch die Möglichkeit, hier gemeinsam das ein oder andere Game mal zu zocken. Hätte ich auch Bock drauf. Zack. Und ey, ich bin immer noch so gehypt von der letzten Folge. Ich spiele ja gerade diese Folge im Anschluss zur letzten. Und da haben wir zwei Minibosse platt gemacht. Und den einen musste ich halt 61 Mal habe ich gebraucht, bis ich ihn zerstört hatte. Alter, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Was für eine krasse Anstrengung das war für mich. Genau, aber ihr habt es gemerkt, ne? Guter Auftakt, direkt ein bisschen looten, direkt ein bisschen meucheln. Chaos-Zyklon-Runenangriff. Das ist aber nett. Wir haben hier die Tobsucht-Furien jetzt gerade drinnen. Damit kriegen wir natürlich noch mal ein bisschen mehr Range. Boah, aber die machen halt so viel mehr Schaden, die Tobsucht-Furien. Der gibt ein bisschen mehr Betäubung und weniger Schaden. Dann bleiben wir bei den Furien erstmal leider drinnen. Weil ich baue ja meinen Kratos auf Schaden auf. Ja, das ist also... Ich bin nur gehypt. Mir macht es gerade richtig Spaß. Schau, ich bin so gehypt, ich laufe sogar fast am Loot vorbei. Passiert mir noch nie. So, und jetzt haben wir nur noch einen 200 Meter in die Richtung. Und dann machen wir mit der Hauptstory weiter. Du siehst dich selbst in den Wald. Da gibt, hier ist auch dieser Blitz, ne? Voll geil. Wir müssen weiter. Hier waren wir schon, da haben wir gerade den Riesenplatt gemacht. Okay. Manchmal ist diese Anzeige echt ein bisschen wild. Aber ich denke, hier geht's dann weiter. Ah, da ist noch so ein dreckiger Rabe von Odin. Sechs Rabe. 10 von 48. Er sagt mir, es muss hier irgendwo was geben, aber wir müssen 100 Meter in die Richtung. Guck mal hier, da sieht doch nach Räuber Hotzenplotz und seiner wilden Bande aus da. Die machen wir jetzt noch schnell platt. Sollen wir uns um sie kümmern? Oh yeah, machen wir. Geheimregion entdeckt, Räuberturm. Na, den werden wir jetzt gleich mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Und zwar mit unserer neuen Runenangriff-Attacke. Und du bist der Nächste. Alter, ich liebe die einfach. Der stirbt gleich. Guck mal, der darf hier oben, darf da fangen. Schade, der wirft anscheinend nur auf die Leute, die unten sind. Nicht auf die, die oben sind. Aber ich kann ja auch hier hochkommen. Guck mal. Dann haben wir hier oben auch noch kurz einen Prozess. Mein Leben. Nicht mehr viel Leben. Bei den kleinen Muppets wollen wir jetzt nicht sterben, oder? Von so einem Kindergarten. Okay. Was haben wir denn hier oben noch so? Hier kann man auch mal schön looten, du. So, wer wütet denn da so rum hier? Mehr Rage. Zack. Platt gemacht. Gute Nacht. Oh, da lebt noch eine. Da oben.
Okay. Jetzt da. Das war ein Fehler von dir, dass du hier runtergekommen bist. Böhlein. Und damit haben wir sie platt gemacht. Was? Kratos, ihr Häuptling? Wo? Oh, da! Shit, wenn ich das gewusst hätte, du. Oh, shit! Da kann ich nicht ausweichen. Ja, danke, Mimir. Und tot. Damn. Gegen den Olof, also mit Olof habe ich nicht gerechnet. Direkt schon wieder ein Miniboss und schon wieder ein anderer. Ey, Jungs und Mädels, God of War bietet echt Abwechslung. Also echt geil. Richtig geil. So, wo ist er jetzt? Wo ist er, der Häuptling, der Oberhäuptling, der Obermufti? So, drauf, drauf, drauf. Autschi. Jawohl. Oh, da haut sich da irgendeine wilde Scheiße rein. Oh, nicht gut, ausweichen. Ich merk's. Alter. Okay, die Angriffe habe ich noch nicht so ganz raus. Gegen den Olof. Sorry, Leute. Also, dann gucken wir uns den Olof noch mal ein bisschen mehr aus der Ferne vielleicht an. Machen ein bisschen mehr Fernangriffe. Und wenn der ja auch so feuerlastig ist, dann... Ja. Dann müssen wir vielleicht auch mal auf die Axt wechseln. Naja, macht ihm alle gut Schaden. Ja, ich block doch. The fuck. Geh mal lieber auf Ferne. Ja, wichtig. Drauf. Ja, drauf. Rage. Schläge muss es geben, Olof. Gute Nacht, Olof. Ja, so macht man das, Freunde. Aggressive Gameplay, Baby. Mein zweiter Vorname. Dennis Aggressive Gameplay, IDK. Abzeichen der Ausweichung. Jetzt haben wir auch schon zwei davon. Ja, da müssten wir bald mal anfangen, die richtig zu sortieren hier. Ich denke, ich gehe mal... Also, was haben wir hier? Ausweichrolle. Zweimal antippen wird der Ablauf von Brandgift und sowas beschleunigt. Okay. Erhöht den Schaden von Tod von oben. Okay. Abwehr, Vitalität und Glück. Ja. Dann haben wir hier Stärke, Vitalität und Glück. Ja. Und dann will ich noch mehr Schaden. Erhöhter Nahkampfschaden. Ja. Passt. Svartalsfallen macht auch nochmal 8 Schaden. 8 und 1. Ich denke gegen Jotunheim Essence. Tauschen wir das aus. Geil! Ja, und jetzt wisst ihr, ne, jetzt, was die Stunde geschlagen hat. Die Stunde hat Loot geschlagen. Also, lasst uns looten, Freunde. Hier haben wir auch noch was. So. Los geht's. Rage und Loot. Und hier oben sind die ganz die feinen Sachen. Guck mal an hier. Zack. Und hier hatten wir auch noch was.
Zack. Und dann springen wir hier runter. Alli hopp. Easy Tiger. Sie haben immer noch Angst? Nicht vor den Räubern. Wieso? Was ist los mit denen? Habt keine. Oh, die haben Angst vor uns. Keine Angst. Ihr seid in Sicherheit. Gut. Brave Jungs. Süß. Brave Mädchen. Oh, wie süß. Ihr müsst doch keine Angst vor mir haben. Ich bin voll tierlieb. Mensch. Oh, das ist aber niedlich gewesen jetzt gerade. Geil, wir haben eine Trophäe auch noch in Silber gekriegt. Beste Freunde heißt die. Tierische Gefallen haben wir abgeschlossen damit. So, und dann müssen wir jetzt natürlich einmal in die Karte geguckt. Dann müssen wir jetzt mit der Hauptmission weitermachen, Freunde. Wir haben hier relativ viel geklärt. Hier gibt es noch einen Hain der Zuflucht. Okay, das ist die Schildkröte. Und jetzt gucke ich mal, wo uns die Hunde hier langführen. Man muss auf den Kopf der Hunde achten. Der Wölfe, besser gesagt. Hier rüber. Hier rüber. Nee, hier rüber. Okay. Ja, wir haben es gefunden. Richtig. Und zwar ziemlich schnell. Geil. Weiter mit der Hauptstory. Mega gut. Ich spüre etwas. In diese ja. Richtung. Ich spüre auch genau was. Und zwar ziemliche Freude. Noch eine Illusion. Es kommt von dieser Wand. Die Nornen verbergen etwas. Geil. Aber ich will erstmal hier lang gucken. Was geht hier so? Ich spüre die Nornen hier drüben. Ja, ist ja gut, was du da spürst. Nee, ich bin noch nicht bereit. Jetzt warte doch mal. Ich muss looten. Okay. Das hört sich für mich eher nach Sindri und Brock an, da drin. Das Rumgeklimper. Komm mal los. Noch eine Sackgasse. For real? Okay. Naja, gut, dass ich den ganzen Loot mitgenommen habe. Falle. Oh ja. Oh, das macht so geil Schaden inzwischen. Weg hier. Ja, stellt euch ruhig nebeneinander. Soll mir recht sein. Und drauf hier. Alter. Ey, Midgard ist richtig geil. Midgard ist richtig geil. Was du hier an Gegnervielfalt hast. Holla, die Waldfee. Brenne. Gut nach. So, das war's schon. Juhu, kommt ruhig her hier. einen gibt's noch. Alter, die halt keine Chance hat. Gibt's jetzt noch mehr Loot? Dann suchen wir leider nein. Zurück zu den Wölfen. Oh, macht mich traurig. Gib mir mehr Loot. Indiana Kratos. Leute, ihr wisst es. Dann weiter zu den Wölfen. So, führt uns jetzt doch bitte mal zum Schotter. Immer ihren Köpfen nach. Jo. Ist das ein immer ihren Köpfen nach. Mein Kampf mit Thor endete dort. Dort habt ihr gekämpft? Deshalb ist Tyrs Statue über den ganzen See verstreut.
Sauhunde. Links oder rechts? Lauf mal links. Okay, die sagen rechts. Da vorne müssen wir lang. Hier lang? Ah, okay. Das ist der Ort. Na dann, gucken wir uns das auch noch an. Okay. Oh, hier gibt's Loot. Hier lang. Wo ist mein Loot? Wo ist mein Loot? Naja, ah ja, guck an. Ah ja, okay. Guck, da ist schon mal das C. Das war der erste Streich. Dann ist das R bestimmt weiter oben. Siehst du? Was sagt euch? Ich kenne mich doch schon aus hier. Ich will da runter. Da. Kannst du uns einen Weg durch das Eis bahnen? Oh, bauen die Nornen jetzt magische Eiswände? Nein, das Wasser ist einfach gefroren. Wie komme ich da hin? Gar nicht anscheinend. Hm. Ich würde das aber gerne haben, was da unten ist. Vielleicht kommen wir da noch hin. Mal gucken. Ah ja, so kommen wir da hin. Ja, manchmal ist es so einfach, ne? Ich denke, viel zu kompliziert. Ich dachte, man könnte sich da dann vielleicht rüberschwingen oder so. Aber so, zack. C, R und dann fehlt nur noch das N. Hallo, wie komme ich jetzt wieder da hoch? Gar nicht anscheinend. Ja, super. Ach, wie ärgerlich. Jetzt muss ich das alles wieder hier hochgehen, oder wie? CR. Das N fehlt noch. Das N ist bestimmt da oben. So, quetschen wir uns da mal durch. Raiffeisen Volksbanken. Wir machen Ihnen den Weg frei. Mehr Freunde von dir. Ich habe sie nicht mehr. Okay. Hallo. Über dir. Gegner, okay. Hinter dir, Kratos. Hinter mir? Guck mal, die habe ich. Da habe ich was für dich. Bang. Ich weiß nicht, wie die Normen es geschafft haben, dass alle diese Räuber sie beschützen. Nicht, dass ihnen bewusst wäre, dass sie das tun. Das N fehlt mir noch. Hm. Hier kann ich auf jeden Fall noch weiter hoch. Ich wette mit euch, das N ist irgendwo da drüben oder so. Okay, gucken wir mal weiter. Da brennt auf jeden Fall was. Danke für deine Hilfe. Ich weiß, du hattest andere Pläne. Je schneller ich hab wir das deinen Gefühl, Sohn finden, desto schneller kannst du dich dem Plan widmen. Dass wir das irgendwie hier auf dem Weg vielleicht noch finden werden oder so. Aber schreib hier doch eine Karte, wenn wir aus der Kälte raus sind. Hm. Wir klettern erstmal weiter. Nee, tun wir nicht. Wir klettern erstmal hier rüber. Jawollo. So. Jetzt brauche ich hier den letzten Buchstaben, bitte. Das sieht aber eher wie ein Rückweg aus, nicht wie ein Eingang. Ich stimme zu. Die Normen sind weiter oben. Okay. Ich gehe hier trotzdem mal runter, weil ich das Gefühl habe, zack, es gibt nicht nur diesen Loot, sondern es ist hier auch das C irgendwo. Da ist das N. Was ich schade finde, ist, ich kann mich nicht wieder hochhangeln, ne? Das ist ärgerlich. Das war wirklich nur ein Rückweg.
Scheiße. Hier gibt es da irgendwas. Kann ich nicht kaputt machen. Ich höre hier auch irgendwie einen Rabe, glaube ich. Da ist er. Dreckiger Odin-Rabe. Da oben. Aber ich komme noch nicht dran. Ich muss erst höher. Okay, es tut mir wirklich leid, Leute. Wir müssen noch mal schnell eine Runde klettern. Damit wir nicht nur Odins Raben dann gleich platt machen können. Zack. Sondern dann auch weiterkommen. Ich hoffe, wir kommen da überall jetzt gleich noch vorbei. Dass ich da irgendwie durchkomme. Okay. Ich habe gerade noch was entdeckt. Sorry. Ich habe gerade noch was entdeckt. Es tut mir leid. Genau das hier. Oh ja. Yeah. Rundschild der Einigung. Das ist der stärkste. Geil. Den nehmen wir. Sieht doch gut aus. Sieht gut aus, das Ding. Nirgendwo das C zu sehen, ne? Dass ich entzünden muss. Ärgerlich. Vielleicht weiter oben. So. Hoch mit uns. Jo, sag ich auch immer. Hallo! Und direkt in Rage. Wir machen hier jetzt gerade keine Gefangenen. Das ist der Anführer. Machen die direkt alle platt hier. Direkt wieder rein in Rage. Ja, bleibt schön alle nebeneinander stehen. Ja, genau so. Perfekt. Okay. Sie spürt etwas. Ich auch. Mir juckt's unter der Kinnlade, denn ich sehe Luhut. Perfekt. Da kann ich noch nicht hin. Sieht einer von euch das C? Nee, ne? Es gibt nichts zum Entzünden hier. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Sie sind öffentlich, Freier. Obner. Obner. Ja, Obner mal für mich. Hier ist es. Ach, warum sind aller guten Dinge immer drei? Ja, warum habe ich jetzt das C nicht gesehen? Das frage ich mich viel mehr. Muss da ja irgendwo da draußen noch sein. Wie ein Juckreiz in meinem Verstand. Das bedeutet, wir haben ihr Reich betreten. Seid auf alles gefasst. Wie ein Juckreiz in meinem Verstand. Ja, lieber im Verstand als im Schritt, ne? Wir wissen nicht, was für Kreaturen sie zu ihren Wächtern gemacht haben. So ist es. Und weil wir das nicht wissen, brennen wir hier erstmal alles ab. Aber bevor wir dann weitergehen, meine Lieben, sage ich an der Stelle vielen Dank fürs Einschalten. Lasst mir gerne ein Like, einen Kommentar, ein kostenloses Abo da. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und Indiana Ragnarök findet beim nächsten Mal wieder statt. Also, ciao Kakao.